Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Schwarz. Ja, leider nur wieder eine Folge aufnehmen, aber morgen habe ich endlich meinen freien Tag und morgen kann ich dann richtig spielen. Deswegen kommt die Folge heute auch leider wieder ein bisschen später. Tut mir leid, aber ja, ich kann da nichts für. So, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, ne? Also ich werde voraussichtlich überall mal hingucken. Darf ich dir... Ja, komm. Fein, dann spitz die Ohren. Achso, ich dachte, wir kriegen dafür irgendwas. Nee, dann gehe ich. Tschüss. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass ich was bekomme oder so. Oh Gott, ich muss unbedingt rennen können. Oh, guck mal, da vorne muss ich hin. Da liegen zwei Pokebälle. Was kann man denn jetzt hier in der Stadt machen? Ich habe mir übrigens aber aufgeschrieben noch, so viel Zeit musste sein, wo ich meine Pokémon herbekomme. Zu Füßen des Heldens, der erwählt ist, die Welt zu führen, wird ein Pokémon erscheinen, um ihm beizustehen. Dies ist eine Erzählung aus den Einal-Regionen. Mhm. Kriegt man eigentlich auch irgendwas geschenkt oder irgendwas Sinnvolles? Oder ist diese Stadt hier nur eine Zwischenstadt? 20. Februar 2019. Alter, der hat echt recht. Sonic, Route 2, Sonic, Gavina, Sonic... Okay. Direkt neben der Stadt befindet sich die Pokémon-Pension, wo sich zahlreiche Trainer tummeln. Oh, das kann man auch anklicken. Lerne in der Trainerschule die Grundlagen des Pokémon-Trainings. Oh Gott, das sieht es aber auch. Wo immer ein herbes, frisches Lüftchen aus den angrenzenden Wäldern weht. Orion City. Ja, das ist, glaube ich, unsere nächste Stadt, war Orion City. Und ich habe schon gehört, wir sollen irgendwie rechts am Poké Center vorbei. Und... Oh. Tüllisch. Ja. Case, ich bin's, deine Mutter. Wie geht's dir denn so, mein Schatz? Hä? Hast du dich schon mal mit deinem Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung, ich leg da mal auf wieder. Ah. Geist, endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja schon weit gekommen. Professor Esse sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens noch ein scheiß Geschenk für dich, Geist. Hier, probieren sie am besten gleich mal aus. Ja, Turbotreter. Oh, darauf habe ich gewartet. Wenn du in die Turbotreter schlüpfst, bist du in 0, nichts am Ziel. Hör kurz mal zu. Ich lese aus der Gebrauchsanleitung vor. Da steht, halte den B-Knopf gedrückt. Hä? Was für ein B-Knopf? Und du kannst schneller rennen als je zuvor. Zieh deine Turbotreter an und renne, bis dir die Puste ausgeht. Ich habe sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, es schadet eben nicht, hin und wieder auch mal aufzuräumen, ne? Soll ja auch mal eine Lehre sein. Case, du bist nicht allein. Das weißt du doch hoffentlich, oder? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite und auch auf deine Freunde ist jederzeit Verlass. Und vergiss deine Mutti nicht, ne? Die ist immer noch, ne, die Beste. Also dann, ich wünsche dir jetzt viel Glück und Erfolg auf den Reisen. Verzieh dich ja nicht, du scheiß Bengel, ey. Gott, endlich kann ich mit meinen Latino-Lover rummachen. Ist das hier Stärke oder was? Ein Pokémon... Okay. Trainerkämpfe sind eine ernste Sache, vor der man nicht weglaufen kann. Kann ich nicht? Wir fangen jetzt auch, glaube ich, mal einfach ein paar Pokémon, oder? Nagelotz. Los, Otti. Okay, Level 7. Ich weiß aber nicht, ich bin so enttäuscht von... Ja, weiß ich nicht. Ich will keinen Nagelotz haben halt, ne? Es ist halt einfach... Ja, Normal-Pokémon, ne? Und... Niemand will Normal-Pokémon haben. Es gibt keine coolen Normal-Pokémon. Also, for real nicht. Es... Jetzt los. So, das war Verteidigungssinken. Ich dachte gerade, es regnet jetzt hier bei mir. Ich meine, ist ja gut für Otti. Wir sollten, glaube ich, wirklich langsam... Ein Trank. Hat er den gerade hochgehalten und mir gezeigt? Der Pfeife. Nein, die ersten Trainerkämpfe. Die Augen von denen da unten sind aber gruselig. Ich zeige gerade meinen Finger drauf unten. Wenn der Blick eines Trainers den eines anderen trifft, heißt das nur eins. Gleich kommt es zu einem Kampf. Ich habe in die andere Richtung geguckt und du hast mir mein Ohr geguckt und ich gucke nicht mit meinem Ohr. Danke.
Teenager Edmund. Hatte der einen Bart gehabt? Das sah aus, als ob er gerade einen Bart hatte. So, erstmal das Mikrofon noch ausschalten von OBS. So, jetzt dürftet ihr nicht mehr doppelt hören. Das ist immer noch vom Stream halt. Los, töte es. Ich weiß, du willst es und ich weiß, du kannst es. Ich freue mich schon auf unser... Aua! Oh, das ist aber eine schöne Attacke. Nein, ich freue mich schon auf unser erstes Pokémon. Ich weiß gar nicht, das ewigen Wald, weiß ich nicht. Ich kann ja mal auf die Karte gucken, wo ich sowas finde, ne? Das wäre ja auch nochmal interessant. Hey, Level up. Level 10 schon, ey. Hat er da unten einen Bart oder ist das ein Pixelfehler? Das ist aber so ein kleinen Porno-Bart unten hat. Können wir Telefonnummern tauschen? Oh Gott, bitte nicht. Ich gehe mal ganz kurz in die Karte. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Kann ich hier auch hier mit? Hiermit. Orion. Grundwassersenke. Traumbrache. Ich habe keine Ahnung. Ewigenwald. Da finden wir auf jeden Fall unser Strawickel. Und auf Ru- Himmel, wo ist denn Route 4 eigentlich? Ah, hier hinten ist Route 4. Da finden wir unser Ganoville. Alter Palast finden wir. Das Federfossil. Ich hoffe, wir müssen das nicht irgendwie ja, ausbuddeln oder so. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie wir das bekommen. Route 16, Route 5. Was ist das? Tiefkühlcontainer. Hier Tiefkühlcontainer. Da finden wir unser Gelatini. Wie auch immer wir da reinkommen oder so. Hier übrigens auch auf der, aber nur im Winter. Und Elektrolythöhle finden wir unseren Klick. Geht ja eigentlich relativ schnell. Also sind ja vielleicht gar nicht... Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also es ist gar nicht mal... Es läuft. Hey du! Ich habe etwas ganz Tolles vor. Willst du nicht zusehen? Na klar. Klasse, dann schau mal gut zu. Hep. Ha! Hast du das hier gesehen? Du kannst hier runterspringen und den Weg abkürzen. Nicht schlecht, oder? What the actually fuck, du alte Hexe. Wir können übrigens schneller laufen. Was? Wo will ich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Ich mag die Pornomusik in den kleinen Tunnel da. Okay, wir finden unsere Pokémon relativ schnell. Oh, eine Katze. Felilio, keine Ahnung. Wie gesagt, ich wollte mal ein paar Pokémon fangen. Machen wir jetzt auch. Wir fangen jetzt hier diese Katze. Oh, die ist sogar. Oh, sie weint. Sie weint, weil sie vielleicht kein Teil von uns sein will. Na, umso mehr fangen wir sie. Pokéball flieg. Pokéball flieg und sie. Felilo, Felilo, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Katze. Ja, Katze gefangen. Es gebietet den Leuten spaßeshalber ihre Hab und Gut. Doch dank seiner reizenden Natur kann ihnen niemand lange böse sein. Möchtest du Felilo ein Ja? Und zwar den üblichsten aller üblichen... Katzennamen. Also, ich glaube, das ist der Nonplusultra-Katzenname, oder? Ich glaube, jede Katze wird so genannt. Oh ne, Level 4, ey, komm. Das ist Level 4. Level 4 ist erbärmlich. Können wir auch noch fangen? Was soll ich mit Level 4er, ehrlich gesagt? Den Level 7er hätten wir fangen sollen. Der wäre sogar noch auf unserem Level. Naja, was soll's. Wir haben ja jetzt schon ein Unlich. So, der da will bestimmt wieder kämpfen. Oh Mann. Wenn du mal nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du auf den Wegen bleiben. Die da Pokémon nur im hohen Gras angreifen. Kann ich da lang? Nö. Was ist das? Tipps für Trainer. Pokémon, die im Kämpfen Erfahrungspunkte leveln. Geil. Toll. Von so einer Alte hier.
Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Mein süßes Pokémon ist viel putziger, wenn es sich so richtig ins Zeug legt und geschlagen wird von anderen Pokémons. Göremali. Vorsicht, die will klauen, die Katze. Ich hab das gehört, die will klauen. Wo war nochmal der erste... Wo war nochmal die erste Arena? Das habe ich schon wieder vergessen. War sie in Oreo City? In Orion City da? Orion. Mein Pokémon ist total süß, auch wenn es verloren hat. Oh, die mag ihre Muschi wirklich... ihr Felilio wirklich. Ist hier auch wieder sowas wie Items zu finden? Ich gehe mal da stark davon aus, aber... Ich frage trotzdem doof. Yorklef vor! Yorklef vor! Los, mein Yorklef, zeig es ihm! Oh Gott. Ich glaube, er hat einen Yorklef. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich denke mal, er mit seinem Kinnbart da, das ist, glaube ich, ein Pixelfehler. Es sieht aber aus, als ob er so einen richtigen, ich bin so ein Hipster-Porno-Balken-Bart hat. Wir waren geschockt, hat man gesehen. Otti. Tod, Ende, ciao. Level up. GG, easy. Otti erlernt Nassmacher. Toll. Haben wir gar nichts von. Solche Attacken setzt dein Pokémon ein? Ja, mein Wasser-Pokémon setzt Wasser-Pokémon-Attacken. Können den Baum da auch nicht zerschneiden, denn wir haben kein Zer... Wo geht's hier lang? Ah, Pokémon! Auch nicht lohnenswert. Level 5 ist nicht lohnenswert. Es muss sich lohnen für uns. Ich weiß gar nicht mehr, was Nassmacher macht. Ich glaube, das macht einfach nur, nass. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, was Nass macht. Ist auf jeden Fall keine Angriffsattacke. Tötet Glumandas oder so und Glutexus und Glurax, wenn wir die Flamme einfach nass machen? Pokebälle! Ein Trank! Was machen wir da? Machen wir einen Depp oder was? Pokeball! Schön. Haben auch ein paar Items gefunden. Wichtig. Hey, Kast! Oh, fuck. Die alte Frikadelle, ey. Na los, lass uns kämpfen. Mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Ich bin da gar nicht drauf vorbereitet. Okay, es wurde aber schon gesagt, dass die halt oft auftauchen und kämpfen wollen. Ich bin aber gar nicht vorbereitet. Yorklef. Oh, ist so süß. Es ist wirklich süß, das Pokémon. Kannst du sagen, was du willst? Das Pokémon ist süß. Uns geht's aber noch gut, also... kriegen wir die garantiert down. Oh, es schnüffelt an uns. Oh. Du, was? Du wirst schon sehen, meine Pokémon und ich, wir werden alles geben. Hm. Besonders, wenn du gleich dein Feuer-Pokémon gegen mein Wasser-Pokémon einsetzt. Gibst du alles, ich weiß. Oh Mann, eigentlich muss ich mir einen Yorklef fangen. Floink. Weiterkämpfen. Floink. Floink. Noch ist nichts verloren. Dann versuche ich es eben mit diesem hier. Und jetzt Volltreffer tot. Wie? Wo? Was? Kann das sein? Stehe ich wirklich konfrontiert auf? Natürlich. Ey! Heilen ist echt was für Muschis. Naja, sterben tust du so oder so. Trotzdem ist Heilen für Muschis. Yay, okay, soviel zum Thema Level Up. Nein, ein Sieg war wohl einfach echt nicht drin. Puh, du bist wirklich stark, Kast. Ich werde meine Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also dann, bis bald. Tschüss. So.
Du möchtest zu dem Arenaleiter? Hier wirst du leider nicht fündig. Versuch dein Glück doch noch einmal an der Trainingsschule. Wenn du auf einem Orden abgesehen hast, musst du erst einen Arenaleiter finden. Ein kleiner Tipp für dich. Die Arena-Trainerschule ist das zweite Gebäude neben der Arena hier. Okay, wir mussten rechts dran vorbei. Es gibt einen Trainer, die in der Traumbranche trainieren. Begib dich doch auch mal dorthin. Vielleicht findest du ja etwas. Das heißt, ich soll da irgendwie dran vorbeigehen und dann dahin. Deswegen gebe ich meinem Pokémon mal einen Trank, weil ich keine Heilung bekommen habe. Das soll ganz wichtig sein. Ja, ich trainiere hier mit ihm, ne? Was hältst du von einem kleinen Kampftraining? Nichts, absolut gar nichts. Es ist 17 Uhr. Ja, ich weiß. Eigentlich hätte die Folge schon raus sein sollen. Ich weiß. Ah, schlag mich bitte. Nicht. Kann das nicht zu spät? Sehr schön. Volltreffer sind immer gut. Sehr schön. Alter, Level 12 schon. Otti geht hier auch steil, wa? Otti lässt einfach den Otti raushängen. Ich mach weiter Aquaknarre. Solange wie die noch Punkte hat, können wir Aquaknarre machen. Ich halte mich strikt dran. Nicht, dass irgendwie das Event irgendwo hier im Pokécenter irgendwas auslöst, was das denn nicht mehr und so. Deswegen gucken wir mal. Ich soll da eng ein Pokémon bekommen. Keine Ahnung. Wahnsinn, du bist ja der geborene Trainer. Ja. Ich hab Angst, in das Loch da zu fallen. Mein Ziel ist es, über das Niveau eines Arenaleiters hinauszuwachsen. Denkst du immer noch, du hättest auch nur einen Hauch einer Chance gegen mich? Ehrlich, ja. Wo sind wir jetzt in der Traumbranche? Branche, was auch immer. Nagellotz. Mal ganz ehrlich, meine Pokémon machen deine sowieso platt. Weil mein Otti nämlich total stark ist. Ja, wir haben nur noch 5-mal Arc-Verknarre. Wir müssen eigentlich aufpassen. Eigentlich. Jorglev. Sehr schön. Volltreffer sind immer gut. Wir sind jetzt schon Level 13. Alter, ist das Level ja hart. Otti versucht, Energiefokus zu lernen. Warte, eine Attacke vergessen. Ich muss ja kurz nachgucken. Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. Schwächt Feuerattacken, solange der Anwender am Kampf teilnimmt. So. Eigentlich brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Bekannte Attacken behalten. Energiefokus nicht lernen. Brauche ich nicht. Niemand braucht Energiefokus. Entschuldigung, aber... Danke, meine Pokémon, aber ich hab, Nix Abwehr. Du, sag doch mal, was war denn dein erstes Pokémon? Ein Otaro, verstehe. Dann passt dieses Grillmark ja wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typ Pflanze, gegen die dein Otaro ja benachteiligt ist. Sag, willst du dieses Grillmark haben? Ja. Hier, bitteschön. Es kann Feuerattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Case erhält das Grillmark. Ich weiß noch nicht mal, was ein Grillmark ist.
Möchtest du dem anderen... Ich weiß nicht, was ist es denn überhaupt? Was ist ein Grillmark? Ist ein Affe? Grillmark. Wenn du dein Pokémon verschiedene Typen dabei hast, erwischt dich kein Pokémon mehr auf dem falschen Fuß. Ich glaube, das war das Pokémon, was wir uns hier holen sollten, wa? Oh, ein Level 10 Grillmark. Kann Treffer gut verkraften, das ist doch gut. Ermutigt zum frühzeitigen Verwenden einer Beere. Verhindert Paralyse, aha. Sehr pedantisch. Hinterhältig, Alter, ich wusste, es ist ein Otter. Steckt Wasser, ja gut, das ist ja immer so. Ah, gut, dann würde ich mal grob behaupten, ich komme da nicht lang. Alter, dieses Hütchen tötet uns. Ich glaube, das war das Pokémon, was ich holen sollte. Jetzt muss ich was testen. Okay, ich dachte, ich kann ins Loch fallen und erbärmlich sterben oder so. Schade. Na, das ist da ja schon mal was. Dann gehe ich jetzt nochmal schnell ins Pokémon Center, dann heilen wir unsere Pokémon und machen sie wieder topfit. Und dann, guten Tag. Wir können mit Pokémon Center. Jo, ich mach mal den Pokémon fit. Alter, wir haben schon 3 Pokémon. Wir sind so hart. 3 Stück. Sehr schön. Gut. Dann stelle ich mich jetzt hier hin. Wir haben einen Grillmark bekommen. Ich muss erstmal eigentlich nachgucken, was das ist. Gut, jetzt hier nicht im Pokédex, aber... Kann ich irgendwas mitmachen? Floink. Grillmark. Ist das wütend, erreichte das Büschel auf seinem Kopf Temperaturen von bis zu 300 Grad. Es röstet sich damit auch Nüsse. Alles klar. Nüsse-Röster. Alles klar, ich speichere. Und dann rendere ich schnell die Folge und dann könnt ihr die gucken. Und dann, spiele ich, denke ich, mal morgen weiter. Denn jetzt muss ich erstmal was essen. Denn gerade ist von der Arbeit gekommen. Morgen freier Tag. Ich freue mich. Okay, ich verabschiede mich jetzt aber. Bis morgen dann. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.